Das Besondere an der Scirocco-Linienführung ist eine ganz markante Schulterlinie in der Seite. Sie beginnt im Scheinwerfer, zieht sich über die ganze Seite und endet im Rücklicht. Die Fläche darüber, die Schulter, ist sehr stark modelliert und die Fläche darunter genauso. Wir spielen bewusst sehr viel mit Licht und Schatten. Deshalb wirkt der Wagen optisch sehr flach und gestreckt. Das Besondere an den Scirocco-Rückleuchten ist die Form. Es ist eine Form, die im Prinzip die Scheinwerfer widerspiegelt. Das heißt, wir sind zur Mitte hin schlank und sie öffnen nach außen hin. Das lässt das Auto breit erscheinen. Und das ganz Besondere ist, im Nachtdesign haben wir eine sehr homogene Fläche. Es leuchten nicht nur Lichtelemente, sondern die ganze Leuchte ist homogen angestrahlt. Das heißt, ich sehe bei Nacht komplett die Grafik, wie ich sie auch bei Tag sehe. Das Interieur spiegelt im Prinzip den Charakter des Exteriors wider. Das heißt, das Auto von außen ist sehr knackig, es lebt von sehr präzisen Linien. Die Flächen dazwischen sind sehr überspannt. Wenn wir ins Interieur schauen, dann werden Sie feststellen, dass auch in den Türen, in den Brüstungen, wir haben sehr markante Linien. Dazwischen spielen wir sehr viel mit Volumen. Wir haben hinten eine Rücksitzbank, die aber gestaltet ist wie zwei Schalensitze. Das heißt, das, was der Fahrer und Beifahrer vorne erlebt, kann ich hinten genauso erleben, ohne dabei in der Breite und im Kopf eingeschränkt zu sein. Das Besondere am Scirocco ist, wenn Sie in das Auto einsteigen. Sie werden feststellen, Sie sitzen sehr tief, alles ist sehr knackig. Das Schöne ist, ich habe eine für Volkswagen sehr ungewöhnlich flache Scheibe. Ich nenne es einfach mal so diesen Seeschlitz. Das Einzige, was ich fokussiere, ist die Straße. Die Seitenscheiben sind alles sehr flach und das Ganze lässt das Auto sehr knackig wie ein Maßanzug erscheinen. Also mir persönlich liegt das Heck am meisten am Herzen des Scirocco. Das heißt, es lebt die flache, gedrückte Kabine im Kontrast zu der sehr knackigen, breiten Schulter. Das ist für mich die schönste Seite. Das Auto wirkt sehr muskulös, sehr sportlich, durchtrainiert.